Und zwar, Katharina, es freut mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass wir jetzt hier gemeinsam sprechen und ein YouTube-Video bzw. eine Podcast-Folge gemeinsam drehen zu dem Thema als Frau in der Finanzdienstleistungsbranche Fuß fassen, durchstarten und auch wirklich über Social Media Kundenanfragen zu generieren, weil unsere Branche ist ja wirklich sehr Männer dominiert. Es sind sehr, sehr viele Männer vertreten. Ich würde mal sagen, 80-90% der Männer sind es, die halt schlussendlich die Branche ausmachen. Das sieht man auch immer auf den Jahresauftaktstagungen. Und es gibt auch Frauen wie dich und auch Frauen wie mich, die sagen, hey, ich gehe diesen Weg in die Selbstständigkeit, in der Finanzdienstleistungsbranche, fasse dort Fuß, gewinne dort Kunden, aber möchte auch mich online zeigen, möchte die Online-Präsenz nutzen, um ja schlussendlich auch darüber Kunden zu gewinnen. Und da finde ich es natürlich mega, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass wir hier heute auch darüber sprechen, dass wir anderen Frauen Mut geben, diesen Schritt zu gehen und dass wir auch anderen Frauen zeigen, hey, du kannst auch als Frau dich online positionieren und Kunden gewinnen und dein Expertenwissen zeigen. Und ich würde sagen, bevor wir da auch direkt reinstarten, stell dich doch nochmal kurz vor, sag nochmal deinen Namen, sag dein Alter, wer du bist, woher du kommst und was du genau machst. Ja, gerne. Erstmal danke überhaupt für die Anfrage. Ich freue mich. Ich bin Kati, ich bin 29, ich lebe aktuell in Remscheid und ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Also ich habe vorher im Management in der Gastronomie gearbeitet, habe da Budgets geschrieben, mich um die Finanzen der Restaurants gekümmert, bis dann irgendwann der Punkt bei mir erreicht war, wo ich mir dachte, das ist irgendwie nicht alles. Ich möchte was haben, was nachhaltiger ist, wo ich wirklich Leuten auf ihrem Weg helfen kann, unterstützen kann, denen Benefits bringe, wovon die dann profitieren können. Und wie das Leben das dann so will, wenn man offen für irgendwas ist, kam tatsächlich eine glückliche Fügung und ich habe meine jetzige Arbeitskollegin kennengelernt. Und die hat mir dann eben Möglichkeiten aufgezeigt, wie das Ganze aussehen kann, weil sie selber den Weg auch gegangen ist und hat mir dann da Türen geöffnet. Und ich habe die Chance einfach genutzt und bin da wirklich sehr glücklich drüber. Sehr cool. Wie lange machst du das Ganze jetzt schon? Seit gut 2 Jahren. Okay. Und du sagst auch, es war definitiv die richtige Entscheidung. Ja, auf jeden Fall. Sehr cool. Und als du reingestartet bist in die Finanzdienstleistungsbranche, gab es auch so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, ich habe jetzt wirklich Schiss oder wer weiß, ob es doch das Richtige ist? Gar nicht so richtig, weil ich wusste für mich, komme, was wolle, ich finde wieder einen Job. Also im Worst Case hätte ich irgendwo was bekommen. Und wenn ich was mache, dann mache ich es zu 100%. Und deswegen war für mich klar, ich mache das auch direkt im Hauptberuf. Ich brauche da nichts irgendwie nebenbei anfangen, sondern ich vertraue mir selbst. Ich habe dieses Selbstvertrauen zu sagen, ich mache das jetzt und es wird funktionieren. Und lustigerweise haben gerade meine Eltern dann auch hinterher zu mir gesagt, ja, es war klar, dass du es so machst. Sehr cool, sehr cool. Jetzt finde ich es mega, weil du bist ja auch eine richtige Powerfrau, die wirklich sagt, hey, ich ziehe durch, ich mache das jetzt. Und was würdest du denn den Frauen raten, die vielleicht noch so ein bisschen schüchterner sind, auch nicht so dieses Selbstwertgefühl auch haben, die auch oft vielleicht Selbstzweifel haben und sagen, boah, ich weiß nicht, ich traue mich vielleicht nicht und was ist, wenn es nicht klappt? Was würdest du denen so mit an die Hand geben? Grundsätzlich ist es ja immer cool, ein Netzwerk zu haben. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass ja wirklich alle offen sind und auch Fragen beantworten, wenn man sich da mal einfach an jemanden hängen möchte und mal reinschnuppern möchte. Wie ist es denn überhaupt? Und es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, das mal nebenbei zu machen, sich vor allem selber beraten zu lassen, zu gucken, wie ist denn die Arbeitsweise, passt mir das überhaupt, weil es ja auch ganz viele Berater gibt draußen und jeder findet einfach seinen eigenen Weg dafür. Was aber an der Stelle auch wichtig ist noch dazu, dass halt die Selbstständigkeit auch, wenn wir ehrlich sind, halt kein Ponyhof ist in den ersten Jahren. Ne? Also das ist jetzt nicht nur, ich sitze in einem hippen Café und schlürfe ein Latte Macchiato, sondern es kommt auch irgendwann der Punkt, wo es sich dann zeigt, will ich das wirklich? Wo man dann die Disziplin an den Tag legen darf, die gefordert ist, Zähne zusammenbeißt und auch mal auf Sachen verzichtet, um einfach sein Unternehmen vorwärts zu bringen. Ja, sagst du denn aber, das lohnt sich? Ja. Ich möchte es nicht missen. Also auch die Freiheiten, die ich dadurch habe und wirklich die Möglichkeit, nur mit Leuten zusammenzuarbeiten, wo die Chemie stimmt. Ja,
Ja, und viele haben ja immer so Angst davor, weil sie es sich nicht vorstellen können. Kommst du jetzt aus einer Unternehmerfamilie oder sagst du, okay, ich habe es trotzdem gemacht, obwohl ich gar niemanden kenne, der jetzt wirklich richtig selbstständig ist oder Unternehmer ist? Ja, ich habe es trotzdem gemacht. Sehr cool, ne? Weil das war immer so das, was ich oft gehört habe, so, ja, Jill, du kommst doch aus der Unternehmerfamilie, dass du so durchziehst und diszipliniert bist, das kommt aus deinen Genen oder das wurde dir damals eingetrichtert. Aber ich bin halt fest davon überzeugt, wenn man halt wirklich etwas will und auch weiß, wo man hin möchte, dass man so ein großes Ziel hat und sagt, okay, da möchte ich stehen, sei es jetzt in der Online-Kundengewinnung oder sei es auch erstmal diesen Schritt zu gehen, sich selbstständig zu machen und vom Trainee oder Beraterassistenten, wie es oft heißt, zum wirklichen Hauptberufler in diesem Bereich zu werden. Und ich glaube, dafür ist es gar nicht notwendig, wo man herkommt schlussendlich, sondern die Frage ist halt wirklich, was will man selbst und welche Träume hat man auch, um das halt schlussendlich zu verwirklichen. Ne? Und deswegen finde ich es immer mega, wenn Frauen sagen, hey, ich gehe diesen Schritt und mache das, weil Frauen ja doch eher, das merke ich auch, wenn ich Frauen hier in der Beratung habe, die sagen, hey, Jill, ich würde gerne dein Mentoring und dein Coaching nutzen. Dann merke ich auch, Frauen sind allgemein immer ein bisschen nicht so entscheidungsfreudig und so sind da immer so ein bisschen zaghaft da. Was meinst du denn, woran liegt das allgemein? Dass Frauen da eher so mehr grübeln als Männer? Vielleicht ist das auch noch allgemein so ein Gesellschaftsding. Ja. Weil wenn ich überlege, die Frauen, die es dann machen, die sind dann doch eher die, die bleiben. Also die sind dann straighter. Wenn die erste Hürde, diese Entscheidung dann getroffen ist, dann haben die Frauen vielleicht eher die Stärke zu sagen, ich mache das jetzt, egal was passiert, weil aufgeben ist keine Option. Ja. Und jetzt hast du dich ja auch hier bei uns gemeldet und hast ja gesagt, hey, ich bin ja jetzt in der Finanzdienstleistungsbranche, ich gewinne meine Kunden, aber ich will gerne so über den Tellerrand hinausschauen und will auch Online-Kunden gewinnen. Was war denn jetzt so dieser ausschlaggebende Punkt, weswegen du gesagt hast, okay, deswegen hole ich mir auch externe Hilfe in diesem Bereich? Ich bin grundsätzlich sehr neugierig. Allein deswegen schon. Und ich hätte mich nicht fragen wollen, was wäre, wenn ich es gemacht hätte. Also mache ich es halt einfach, weil jeder lernt immer dazu. Und für mich ist es sowieso, ob ich jetzt Seminare besuche, mich persönlich weiterentwickle, jeden Tag einfach, wenn es nur 1% ist, dazulerne und einfach wachse. Und da gehört das für mich auch mit dazu. Meinst du, du wärst auf mich aufmerksam geworden, wenn du nicht online schon unterwegs gewesen wärst? Nee. Glaube nicht. Also das ist auch das, was ich jetzt, also weswegen ich es auch gemacht habe, weil es ist halt einfach jetzt die Zeit. Jeder ist auf Social Media unterwegs. Es wird Google gefragt oder bei Instagram geguckt, was gibt es denn gerade, wie machen es die anderen. Es wird sich leider auch sehr viel verglichen mit anderen. Ja. Aber trotzdem ist dieses Vertrauen dann auch nochmal anders da, wenn man einfach bei Social Media präsent ist. Was kannst du denn den Frauen oder auch den Männern da draußen, die ja wahrscheinlich auch sich das Video angucken und zuhören, was kannst du denen für einen Tipp geben, wenn die sagen, okay, ich bin Berater, ich komme so an, ich stelle mir das immer wie so eine Wiese vor, da sind die Menschen drauf und da kriegt man Empfehlungen, das sind so die Bekannten und irgendwann kommt man so an diesen Zaun, dass die Wiese halt einfach abgegrast und dann muss man sich überlegen, okay, springe ich jetzt, gehe ich jetzt auf Kunden, zum Beispiel online, warum ich wirklich Kaltakquise, gehe auf die Straße, ne, was es da halt alles gibt. Wie war das denn so bei dir, so dieser ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt gehe ich dieses Thema an? Weil ich möchte niemanden irgendwie belehren oder erst einen Bedarf erschaffen müssen, weil gerade Finanzen, jeder beschäftigt sich damit, jeder hat ein Thema und es ist natürlich leichter, wenn die Leute aus Eigenmotivation handeln. Und deswegen finde ich es so spannend, weil ich jetzt auch schon gemerkt habe, was es einfach ausmacht. Und dass die Leute dann vielleicht manchmal einfach nur irgendein Schlagwort wissen müssen oder wenn ja auch sowas in den Medien ist oder was jeden Tag in den Nachrichten ist. Und wenn da eine Zeit lang war es ja das Thema auch Altersarmut beispielsweise, dass das präsent ist, jeder hört es und denkt sich dann, ja, tatsächlich, es trifft mich auch irgendwann, dann darf ich mich damit mal auseinandersetzen. Ja, und spürst du das auch, dass die Menschen dafür online offen sind und dass die auch sagen, okay, ich habe Bock, mich darüber zu informieren? Ja, also natürlich hat jeder ein anderes Thema und es ist immer individuell.
das ist auch viel Mindset, also viel Einstellung. Wen kann ich mir denn überhaupt als Kunden vorstellen? Weil jeder ist auch vom Typ her anders und es passt auch nicht jeder zu mir, genau wie wahrscheinlich auch nicht jeder das Coaching bei dir macht, weil es einfach manchmal auch die Sympathie dann nicht passt, weil man Unterschied. Ja. Ja. Ja, voll. Und das zu verinnerlichen und auch wirklich sagen, okay, die Leute, die ich halt nicht kriege, die nicht passen, die lasse ich einfach los. Und meinst du, seitdem du so sagst, okay, du hast ja auch gesagt, und seitdem du hier immer dabei bist, hat sich auch mindset-technisch viel bei dir verändert. Was sagst du denn da? Was hat sich genau dadurch verändert, seitdem wir jetzt zusammenarbeiten? Ich habe mich schon immer viel damit beschäftigt, dass allein die Energien, die manchmal im Raum sind, wenn du auf andere Menschen triffst, gibt es ja entweder welche, die gehen zur Tür rein und da denkst du dir, oh krass, ich habe richtig Lust, den Menschen mal kennenzulernen, mit dem Kaffee zu trinken. Und es gibt auch Leute, die siehst du und hast irgendwie das Gefühl, da ist so ein schwarzes Loch, was dir so die Energie aussaugt. Und was ich jetzt durch euch nochmal mehr verinnerlicht habe, ist, wie einfach es sein kann. Man sagt ja auch so schön, lieber unperfekt gestartet als perfekt gezögert. Ja. Das ist es halt einfach. Also die Sachen wirklich umzusetzen, sich auszuprobieren, wenn man, keine Ahnung, wenn ich mich mal irgendwo verhaspel oder sowas, ist es halt einfach menschlich und es muss nicht immer jede Strähne perfekt sitzen, sondern ich bin ich und das transportiere ich nach außen und die Leute, die passen, mit denen arbeite ich zusammen und die, die sich eher was anderes vorstellen, die haben dann halt jemand anders, der sie berät. Ja, ja. Und du hast dich ja schlussendlich für uns entschieden. Jetzt sind ja auch immer viele skeptisch oder denken so, oh, ich weiß nicht so richtig, ob ich jetzt Geld in die Hand nehmen sollte. Wie war denn so dein erster Eindruck und warst du auch skeptisch? Und wenn ja, ab wann ist das umgeschlagen? Bei mir ist mehr, dass das Umfeld vielleicht, also meine Kollegen gesagt haben, ja, es gibt so viele und man wird von so vielen angerufen. Und ich habe aber gesagt, ja, aber es hält sich ja nicht jeder und es sind ja überall, in jeder Branche und in jedem Bereichen gibt es gute und schlechte. Ja. Und gibt Leute, wo es passt und wo nicht. Und wenn ich nicht bereit bin, in mich selbst zu investieren, wer soll es denn dann machen? Es ist ja mein Geschäft, was ich mir aufbaue. Und dadurch haben die Kunden ja viel mehr die Möglichkeit, mich zu erreichen. Je präsenter ich werde, desto mehr sehen die von mir und können sich vorstellen, was mache ich denn genau? Und ja, deswegen war es für mich die Lösung. Ich habe schon länger überlegt, ob ich sowas machen soll. Und bei euch war es wirklich die Sympathie. Ich finde, du hast auch eine richtig krasse Ausstrahlung. Es ist super authentisch. Das ganze Team ist mega sympathisch. Und da habe ich mich halt direkt wohlgefühlt und mir gedacht, ja, dann ist es jetzt soweit. Sehr schön. Das freut mich sehr zu hören. Wenn du jetzt mal so zurückschaust, was war denn bisher so der größte Aha-Moment in der Zusammenarbeit? Wirklich, wie einfach es ist wahrscheinlich und von euch Rückenwind zu bekommen. Also wenn irgendwas ist, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme oder auch die ganzen technischen Sachen, euch einfach da als Backup zu haben, in den Live-Calls mit euch zu kommunizieren, einfach mal Mails zu schreiben, wo es denn gerade hakt und ja auch von den anderen zu profitieren, die auch mit dabei sind. Weil wenn ich eine Frage habe, denkt sich jemand anders, oh ja, stimmt, wie ist es denn eigentlich? Und so ist es andersrum auch. Wenn ich von wem anders was mitbekomme, lerne ich auch mit. Ja, und das ist halt das Coole an dieser Community, dass es halt alles Finanzberatung, Versicherungsmakler sind aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Jeder steht halt irgendwie an einer anderen Stelle. Manche stehen schon, dass die halt wirklich Ads geschalten haben und das einfach nur noch hochskalieren wollen. Ne? Manche andere haben schon erfolgreich manuell was gewonnen. Andere stehen ganz am Anfang und bauen gerade erst ihre Profile halt auf. Und ich glaube, das ist auch das, ja, was es schlussendlich so wertvoll macht, dass jeder halt gucken kann, hey, wie machen es natürlich auch irgendwie die anderen, ne? Aber vor allem, was haben die anderen verstanden und wie können die mich halt auch unterstützen? Und ich glaube, es ist bei uns wirklich auch so eine Seltenheit im Vergleich zu anderen, würde ich jetzt mal behaupten, dass bei uns halt wirklich so diese persönliche Betreuung da ist. Würdest du das auch so unterstreichen? Ja. Das freut mich. Jetzt hast du mir ja auch schon berichtet, dass du auch schon Erfolge hattest, dass du auch vor allem über die manuelle Akquise, so wie wir es bei uns nennen, heißt über den Chat auch schon Telefonnummern generiert hast und auch schon Kunden gewonnen hast. Das, ja, das können sich manche gar nicht vorstellen, dass das möglich ist. Ne? Das ist immer so die eine Sache. Aber jetzt interessiert es natürlich die Leute, die ja hier auch zuhören, wie du das denn angestellt hast und wie du denn das gemacht hast, weil es gibt da draußen Leute, die probieren es und
kriegen es nicht hin oder wissen einfach nicht, wie sie es machen sollen. Und ich würde sagen, plaudere da doch einfach mal ein bisschen so aus deinem Nähkästchen, ja, wie du das angestellt hast, wie du das gemacht hast und auch wie du dich dabei ja, gefühlt hast. Ja, dadurch, dass ich mich selber immer klarer positioniere bei Social Media, bekommen die Leute ja immer mehr mit, wie ich es gerade schon gesagt habe. Die können sich mehr darunter vorstellen, weil erstmal, wenn ich gefragt werde, was mein Job ist und allgemein sage, was ich mache, es ist doch viel, und was genau. Und es ist aber so viel tatsächlich, dass es ja immer darauf ankommt, wo steht die Person denn gerade? Was sind denn wirklich ihre Bedürfnisse? Was ist das Potenzial von den Leuten? Und habe dann auch schon Anfragen bekommen über Instagram, wenn ich mal was gepostet habe, irgendwas angetriggert habe in der Story oder einfach nur erzählt habe, was ich den Tag über gemacht habe, welche Termine ich hatte, dass sich dann die Leute dachten, ach krass, okay, cool, und mich dann wirklich angeschrieben haben, was ich denn von bestimmten Themen halte, wie ich das machen würde, was ich für Tipps habe für die, und dann gesagt habe, Pauschalaussagen sind doch eher schwierig, weil es so ein sensibles Thema ist. Und ja, die haben sich dann im Nachhinein sehr darüber gefreut, dass die den Schritt gegangen sind, mich angeschrieben haben, weil die dann einfach die Benefits erkannt haben und auch für sich nutzen wollten. Und gleichzeitig auch, wenn ich sehe, dass jemand Potenzial hat, wenn ich irgendwas mitbekomme, dass was gepostet wird oder so und mir denke, ach krass, da ist so viel, was derjenige nutzen kann, dann gehe ich auch aktiv auf die Leute zu und auch die freuen sich, weil die es selber häufig gar nicht auf dem Schirm hatten, welche Möglichkeiten es da alles gibt. Da machst du wirklich so Chats mit denen, fragst dann zum Beispiel auch nach einer Rufnummer und dann macht ihr einen Termin aus und dann geht es zum Radio, ne? Genau, und in dem Termin schauen wir dann erstmal, ob wir uns sympathisch sind, was denn die Schnittmengen sind, was denn die Themen sind. Und es ist wirklich bis jetzt immer so gewesen, dass wir gesagt haben, okay, alles klar, dann machen wir auch weiter, arbeiten das Ganze zusammen aus, stellen dann ein Konzept auf und arbeiten seitdem Seite an Seite. Also, richtig, richtig gut. Jetzt gibt es ja viele, die das wahrscheinlich jetzt hören und sagen, oh, ich will das auch. Ich würde das auch gerne so haben und ach was, da melden sich Leute und ach, ich schreibe denen, die geben mir wirklich die Rufnummer. Was ist denn so dein Insider-Tipp, weswegen es bei dir klappt und vielleicht bei den anderen noch nicht? Dass so, ich glaube, viele sind geschult irgendwie mit so verkäuferischen Floskeln oder gerade was am Anfang irgendwie einem beigebracht wird und das ist eigentlich eher Quatsch, sondern es soll ja wirklich, ich bin halt ein Herzmensch und das merken die Leute, weil es von mir vom Herzen kommt und weil ich wirklich, ich gehe für die Leute durchs Feuer, ich gebe alles und das ist aber so ein Deal auf Gegenseitigkeit. Also wenn ich halt für die in die Bresche springe, dann wissen die auch, dass ich mich genauso auch auf die verlassen kann, wenn mal irgendwas ist, dass wir offen und ehrlich miteinander kommunizieren. Und ja, wie meinst du, wirst du das Ganze jetzt noch weiter ausbauen, die Online-Kundengewinnung? Mhm. Ich bin zum Beispiel bei LinkedIn noch gar nicht so aufgestellt und das ist wirklich was, wo ich weiß, dass da ja auch ganz viele sind. Ich kriege da auch viele Anfragen von Leuten und das ist sowas, was ich angehen möchte und was natürlich auch immer was ausmacht, weil jeder kennt es, wenn man jetzt irgendeinen Namen hört oder irgendwas kennenlernt, irgendeine Firma mal googelt, guckt man auf die Internetseite. Und da halt wirklich eine Landingpage aufzubauen. Mal so, bei dir finde ich es mega cool mit den Videos, wenn man da direkt auch deine Art schon mitbekommt. Und das ist was, was ich für mich auch entsprechend umsetzen werde, weil ich schon davon ausgehe, dass das nochmal eine andere Basis einfach schafft. Ja, sehr cool. Dann ist ja mega, dass du hier bei uns mit dabei bist, ne? Weil es ja auch genau das, was bei uns mit drin ist. LinkedIn, da unterstützen wir ja auch. Und beim Thema Videos, ne, können wir dich ja auch unterstützen, heißt, ja, können wir dir halt sehr, sehr gerne helfen, das halt aufzubauen, weil Videos kommen heutzutage auch mega, mega gut an. Das heißt nicht, dass man Videos machen muss, um Kunden zu gewinnen. Ne? Du siehst ja, es funktioniert auch ohne. Also es funktioniert sogar ohne, dass man Werbung schaltet, wenn man halt weiß, wie man mit den Leuten chattet, wie man mit den Leuten interagiert. Und ich sage ja auch immer, es zählt nicht immer nur der Marketingweg dazu, sondern es ist auch wichtig, im Vertrieb fit zu werden, dass man diese Leute dann auch ja, in Termine kriegt und dann auch schlussendlich die Kunden daraus gewinnt. Würdest du sagen,
dass uns das auch von so einer klassischen Marketingagentur unterscheidet, dass wir nicht nur so dabei helfen, das Marketing technisch aufzubauen, sondern dass wir auch so im Vertrieb unterstützen. Ich habe ja jetzt den direkten Vergleich nicht zu irgendwem anders. Ich finde es aber bei euch, wie ich es gerade auch schon gesagt habe, dieses Komplettpaket. Jeder ist auf einem anderen Stand. Auch, dass ihr wirklich beispielsweise Instagram ganz vom Anfang nochmal erklärt, wie lade ich denn Stories hoch und so, weil es bestimmt auch viele gibt in der Branche, die technisch noch gar nicht aufgestellt sind und die gar nicht wüssten, wo sie anfangen sollen. Und da ist einfach für zum einen für jede Altersklasse bei euch, für jede Zielgruppe, die der oder diejenige hat, ist was dabei und auch für jeden Stand, den man schon hat und auf welchem Wege man das halt einfach machen möchte. Also es ist ja, es muss ja nicht jeder jetzt Instagram haben, nur weil du da zum Beispiel aktiv bist, sondern ja, da überlegt sich halt jeder, wie möchte er das machen, was passt vor allem auch und womit kann man sich selber identifizieren. Und das finde ich echt das, wo ich sage, das ist ein Komplettpaket und das ist echt für jeden. Ja, ja, cool. Heißt, egal wo er technisch steht, ob er vorher technisch Know-how hatte oder nicht, würdest du sagen, lohnt sich definitiv, weil man kriegt die Unterstützung. Ja. Sehr cool, sehr cool. Was würdest du denn jetzt nochmal so abschließend den Frauen da draußen mitgeben, die vielleicht noch unsicher sind oder die vielleicht ein bisschen was machen, aber umsatztechnisch auch noch nicht dastehen, wo sie sind? Was würdest du ihnen als Tipp oder Wegweiser für die nächsten Steps mitgeben? Ich finde es gerade bei Frauen auch nochmal authentischer, einfach sich zu zeigen und die Stärken zu nutzen. Dadurch, dass wir als Frau vielleicht auch mal unterschätzt werden, ist das ja eigentlich eher das, was wir für uns nutzen können, damit dieser Aha-Moment bei den Leuten da ist und sie sich, ach krass, okay, ja, wenn ihr das so sagt, dann wird das auch stimmen, weil das Vertrauen dann einfach da ist. Und deswegen kann ich wirklich jedem raten, der mit dem Gedanken spielt, das zu machen, weil ja auch ihr unterschiedliche Modelle habt, inwieweit man euren Support nutzen möchte. Und generell Finanzdienstleistungsbranche ist ja nicht nur bei den Beraterinnen, dass es eher weniger sind, sondern tatsächlich auch bei den Frauen, die sich beraten lassen. Da merke ich immer wieder, dass häufig dieses, ja, mein Mann macht das. Ja. Und dass ich mir denke, ja, aber es ist so wichtig, weil ich wünsche jedem das Beste, nur ich merke auch häufig, ich hatte letzte Woche noch einen Termin Mitte 50 und hat sich von ihrem Mann getrennt, hat immer gedacht, das Haus ist die Altersvorsorge und darf dann nochmal von vorne anfangen. Und deswegen ist es wichtig, auch als Frau sich selber Gedanken zu machen, selber beraten zu lassen, den Weg zu gehen. Und wenn man halt überlegt, in den Job einzusteigen, wie wir ja auch schon gesagt haben, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und wenn schon die Überlegung da ist, ist es ja schon irgendwo die erste Entscheidung. Und dann darf es auch ausprobiert werden, weil für mich war es genau der Weg. Ich werde den Weg auch so weitergehen und bin sehr glücklich darüber. Sehr cool. Wenn das jetzt hier Frauen gesehen haben oder auch Kunden oder Interessenten, die sagen, hey, ich finde das super, was die Katharina macht, ich würde gerne mal mit ihr sprechen, vielleicht kann sie mir auch in gewissen Absicherungsthemen beispielsweise helfen oder es vielleicht auch Frauen gesehen haben, die gesagt haben, oh, ich finde die Katharina so sympathisch, die hat mir Mut gegeben. Wie können diese Menschen denn mit dir in Kontakt treten? Ja, entweder über meine Instagram-Seite, Kathi Bolte, oder einfach Katharina Bolte googeln. Da sind meine ganzen Kontaktdaten, kommt man auch auf einige Seiten. Keine Scheu haben, gerne anrufen oder mir eine Mail schreiben. Und auch wenn ich gerade im Termin bin und deswegen nicht direkt rangehen kann, rufe ich zurück und freue mich drauf. Würdest du auch Menschen, die sagen, also die sich melden und sagen, hey, kannst du mal erzählen, wie ist es bei Agile? Ne? Würdest du mit diesen Menschen auch sprechen und über deine Erfahrungen berichten? Ja, ich habe es sogar selber so gemacht. Ich habe geguckt, wer bei euch im Feedback drin ist und habe dann einfach jemanden angerufen und habe gesagt, Mensch, ich spiele mit dem Gedanken, erzähl doch mal, was sind denn so deine Erfahrungen? Und er war gerade mit seiner Tochter auf dem Spielplatz. Das war wirklich ein sehr cooles Gespräch. Bin ich sehr dankbar für, dass er sich die 5 Minuten genommen hat. Ja. Also bin ich auch bereit, sehr gerne. Sehr cool, perfekt. Dann danke ich dir, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch jetzt auch. Ich denke, das gibt viel Mut und zeigt halt auch nochmal, dass man auch über Social Media wirklich Kunden gewinnen kann, wenn man weiß, wie man es macht und welche Schritte halt schlussendlich notwendig sind. Und an alle da draußen, die das jetzt hören und die sagen, hey, ich will diesen Schritt auch gehen, um online Kunden zu gewinnen, die können sich natürlich gerne melden, heißt entweder über die Social-Media-Profile oder sie können sich halt auch unter www.j-langus.de
ihr kostenfreies Erstgespräch buchen und dann halt auch erfahren, okay, ist das was für sie oder halt nicht und bringt es halt die einzelne Person schlussendlich weiter. Ne? Sehr schön, sehr cool. Danke dir.